Moin Moin, du stehst mit dem Flirt hier in Altona und wirst nun NBE 83860 nach Elmshorn bringen. Unterwegs hältst du in Pinneberg, Pristorf und Tonesch. In Elmshorn gilt es, den Zug dann in die Abstellanlage zu bringen, wo du dann erstmal Pause hast, ehe es später zurück nach Hamburg geht. Mache nun erstmal deinen Flirt soweit fahrbereit und gebe die Türen frei. Los geht es hier um 5.34 Uhr. PS, das Ausfahrsignal musst du per Tab-Taste freischalten. Gute Fahrt! Ja, ein Szenario von Train FE und wir haben mal wieder etwas Neues, Freunde. Ich klicke drauf, wir haben runde 4 Minuten Zeit, ne, bevor das hier losgeht. Deswegen kann ich hier das X schon mal drücken, dann startet das Szenario und auch die Bahnhöfe hier, also die Gleise und auch die Bahnsteigportale hier, ne, die laden noch ein bisschen. Da müssen wir noch ein bisschen warten, ne? Das ist dann einfach so. FPS haben wir auf, 24, wunderbar. Und ja, Norddeutschland ist endlich erschienen von Ghost Train. Und wo ihr das herbekommt, natürlich Link unten in der Videobeschreibung. Da müsst ihr auf seine Seite gehen und euch da auch anmelden. Dann könnt ihr euch die dort herunterladen. Und es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten, hier auf Norddeutschland zu fahren. Ne, wie wir jetzt hier zum Beispiel als RB71 nach Elmshorn. Wir könnten auch theoretisch weiter nach Itzehoe. Der Streckenabschnitt ist auch mit dabei. Und der andere Streckenast geht dann eben nach Neumünster, Kiel, Flensburg, Padburg. Sogar hier Hamburger Hauptbahnhof ist mit drin. Und bis nach Vettel sogar könnt ihr also auch gut Güterzugszenarien bauen. Und ja, es gibt aber keine Szenarien dabei. Ne? Die werden hier leider nicht mitgeliefert, auch kein Quick Drive vorhanden, sondern nur das schnelle Spiel. Deswegen sind wir natürlich auf Szenarien jetzt angewiesen und der Ferdi, der Train-FE, natürlich mein Haus-Szenario-Bauer, hat sich natürlich keine Blöße gegeben und gleich eins gebaut für mich hier, die RB71 von Hamburg-Altona nach Elmshorn. Und dann wollen wir uns das Ganze nochmal von draußen angucken, da haben wir ihn schon. Und zwar auch mit neuem Repaint, den Flirt. Ne? Da gab es ja schon Nordbahn-Repaint, nur das war nicht so scharf und noch nicht so hundertprozentig. Und da können wir auch schon mal Licht anmachen. Ja, das ist von der KG Repaint-Schmiede extra und neu erstellt mit wahnsinnig scharfen Texturen für diese neue Route von Ghost Train. Da haben wir das. Ne? Einige Schaltobjekte hier an der Seite fehlen noch. Die sollen in der 1.1 mitgeliefert werden. Und natürlich haben wir auch die dementsprechenden Zugziele. Und zwar könnt ihr die schalten mit Steuerung F9, F10. Ich drücke aber F10, weil wir hoch müssen. Da müssen wir jetzt hier eintragen, die RB71 nach Elmshorn. Nach Frist nicht. Da haben wir es. RB71 nach Elmshorn. Jawohl, da haben wir es. Ne? Dann wollen wir noch mal ein bisschen hier rauszoomen. Obwohl, ja, das geht sogar. Und Schnauze. Da haben wir sogar hier den S-Bahn-Abschnitt sogar ein bisschen, ja. Allerdings können wir hier, das zuppelt wie Sau hier unten, natürlich wegen den 2474ern, die da drin sind in Altona. Natürlich hier nicht original, ne? Also das ist klar, ne? Also hier unten sieht das nicht gerade original aus, ne? Aber hier fahren auf jeden Fall noch eine dritte S-Bahn fährt hier rein, ne? In die Richtung geht das dann zum Airport und zum... Achso, die Türen muss ich auch nochmal aufmachen. Geht das dann zum Airport oder nach Poppenbüttel. Und ein Ganzzug passt hier auch nicht rein von den Bahnsteigen her und so weiter und so fort. Ne? Und außerdem ziehen die wahnsinnig Performance. Aber vielleicht baut ja irgendeiner im Update nochmal Altona komplett. Aber wie ihr das sehen könnt, da hinten ist eine Wand und dann ist aus die Maus. Ne? Jo, gut, aber Altona ist gut gelungen. Muss ich sagen, obwohl er hat natürlich hier stehen, was hat er hier stehen? Altona Hauptbahnhof, ne? Und das ist natürlich völlig verkehrt, ne? Hier steht nämlich normalerweise im Original einfach Hamburg-Altona und nicht Altona Hauptbahnhof. Das ist natürlich Quatsch, ne? So, ein ICE haben wir hier auch schon stehen und, sogar, oh, das zuppelt wie Sau hier in Altona, ne? Aber wenn wir hier raus sind, dann ist das auch weg, ne? Und zwar... Der Lüneburg ist da, in Altona Hauptbahnhof. Ja, das ist wie gesagt falsch, ne? Also damit können wir nichts anfangen, ne? Aber es sieht hübsch aus, muss ich sagen, guckt euch das an, ne? Sogar hier schön mit den Zugzielen, hat Ferdi auch gleich gemacht, ne? Wollen wir mal erstmal bis zur ersten Haltestelle nach Pinneberg und, oh, wir müssen glaube ich los, ne? Shift 7 und Shift 8.
für PCB und SIFA. Ich muss aber die Dings noch runterstellen hier, ne? Die, die AFB auf 40, denn mehr ist hier nicht erlaubt. Und das einzige Signal, was falsch ist, das ist hier in Hamburg-Altona. Leider. Das müssen wir mit Tab freischalten. Alle anderen Kuyo-Signale funktionieren aber. Ne? Also das ist nicht so schlecht. Ja? Und da kommt noch ein ICE reingeschustert hier. Wahnsinn. Ja, bist du bekloppt. Ja, hier oben haben wir wenigstens 25 FPS. Da unten, wo die 474 sitzen, in Altona da unten, da haben wir glaube ich nur 12 oder so. Keine Ahnung. So, was dürfen wir hier? 45, okay. Genehmigung erteilt und dann kommen wir hier auch raus. Ne? Ja, aber ich liebe diesen Streckenabschnitt. Ne? Ist eben meine Heimat hier, ne? Hamburg. Da kennt man sich aus. Sogar oben der Turm hier, wo früher die Fahrleitzentrale drin gesessen hat. Ne? Ist auch hier auch dargestellt. So, dann schippen wir gleich links rüber. Rechts tauchen gleich die S-Bahnhöfe auf mit der S3 Richtung Pinneberg. Stelling, Eidelstedt, Elbgorstraße, Krupunde, Halstenweg, Teesdorf und dann kommt Pinneberg. Auch das ICE-Werk wird gleich auf der linken Seite in Höhe Elbgorstraße bei uns auftauchen. Das ist alles mit drinne hier. Herzlich willkommen bei der Nordbahn. Wir wünschen eine gute Fahrt. Ja, schaut euch um, ob das was ist für euch. Im Großen und Ganzen hat der Ersteller natürlich auf Payware verzichtet. Ich glaube, Hamburg-Lübeck müsst ihr haben. Und so ein paar Standardrouten noch vielleicht. Aber sonst nichts Teures. Ne? Und das ist, glaube ich, auch gar nicht so schlecht, aber natürlich leidet ein bisschen die Qualität darunter. Aber es ist eben Freeware, da wollen wir nicht meckern. Und da gibt es vielleicht hier und da noch ein Update irgendwann mal, wahrscheinlich. Keine Ahnung, müssen wir gucken. Boah, hier schnell, gut, das ist eine 60er Weiche, ne? Oder war das eine 40er? Ne, das war eine 40er, ne? Du liebe Zeit. Jo, da ist er. Unser Kleiner. Der Nordbahn. So, jetzt dürfen wir auch ein bisschen schneller. So, wie schnell dürfen wir denn jetzt überhaupt hier? 100 dürfen wir hier, okay. Dann wollen wir mal auf 100 beschleunigen. So, hier rechts sind die S-Bahn-Gleise, aber die treffen gleich wieder hier auf die Hauptstrecke zurück. Ja, hier links 1 Million ICEs, die Pferde hier verbaut hat. Ich werd bekloppt. Auch die ICE-Vierer sind hier beheimatet. Oh, wir dürfen ja schon 120. Mal gesehen. Ja, aber ich denke, das kann sich sehen lassen, ne? Oder nicht? Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr hier von der neuen Route haltet. Ausgetauscht sind nur die Gleise bisher, aber ich denke, die Oberleitung könnte man auch noch mal tauschen. Jo, hier ist die Autobahn, die A7, die gerade überdeckelt wird. Mit dem S-Bahnhof Stelling hier auf der rechten und Arena, da steigt man noch aus, wenn man ins Volksparkstadion möchte.
Ja, da sind noch ein paar S-Bahnen abgestellt, auch in Realität so. Oh, ich darf 160. Oh Mann, ne. Jo, hier rechts die Haltestelle Eidel steht. Auch der Übergang zur AKN, zur A1, Richtung Neumünster, Kaltenkirchen. Die Elbgaustraße. Boah, Pferde hier schon wieder KI-Verkehr verbaut. Da wirst du bekloppt, ne? Wenn der mir nach Hause kommt, ja. Dann kriegst du aber was zu hören, nur. Und überall die 474er, die ziehen nur so viel Performance, Mensch. Wie viel FPS habe ich denn hier? 32, oh, das ist in Ordnung. Kannst weitermachen, alles gut. So, 7 Kilometer noch bis Pinneberg. Ja, das ist Bahnhof Krupunda. Schon in Halstenbek gelegen. Ja, hier fährt die S3. Neugraben Pinneberg. Ja, alles freeware-technisch hier erstellt worden für uns. Wirklich großes, großes Dank an Ghost Train. Aus Dänemark kommt da, glaube ich. Auch ein ganz kurzer Abschnitt dänisch dabei, nach Padborg. Von Flensburg aus. So, das ist die S-Bahn-Haltestelle Halstenbek. Kommt noch Teesdorf und dann kommt Pinneberg. Und da halten wir auch. Jetzt schon so ein bisschen ländlich hier. Schnauze, Mensch! Da kommt doch eine S-Bahn, ne? Oh Mann, nimm mal diese S-Bahn, du. Hat der Pferde hier erstmal verbaut. Da wirst du bekloppt, ne? So, jetzt muss ich mich schon mal ein bisschen auf die Bremsung vorbereiten. So, hier ist die Haltestelle in Teesdorf. Was war das denn? Scheiße, Mann! Habe ich denn wieder was übersehen, ne? Oder nicht? Oder doch? Doch, ich habe was übersehen, ne? Och Mann. Schnauze. Nächste Station, Pinneberg. Übergang zur S-Bahn. Der Ausstieg ist auf der rechten Seite. Oh Mann, ne? Bin ich hier wieder viel zu schnell unterwegs gewesen und habe irgend so ein blödes Signal übersehen. Wahrscheinlich so eine 80er-Einschränkung hier vor Pinneberg wahrscheinlich. Kennt man ja, ne? Aber das ist immer bei Neuvorstellungen, ne? Da habe ich dann so viel vorzustellen und zu erzählen und dann vergesse ich wieder die Signale, aber egal. Hauptsache, ich bin in den Livestreams schön motiviert und konzentriert und das bin ich. Da habe ich nämlich eine wahnsinnig wenige Zwangsen da. Und Schnauze, Mann! So, wie viel waren wir hier erlaubt? Ne, 60, ne? Ja, 60, okay. Oh, Mann.
Oh, wieder schön Verspätung eingefahren, ne? Hier in Pinneberg. Rechts ist S-Bahn, da steht auch schon eine. Und wir halten jetzt hier als Regionalbahn von Hamburg-Altona. Links ist auch noch ein Twindex, der NahSH unterwegs. Jo, bin er weg. Ja, aber das sieht auch schön aus hier, ne? In Pinneberg. Guckt euch um, da hinten ist die S-Bahn. Hier sind noch weitere Regionalbahnsteige. Kannst nicht meckern, ne? Also. Auch da hinten das Gebäude, dahinter Busse. Mit dem Bahnhofsgebäude hier. Kannst du nicht meckern. So. Geht denn das hier weiter? Um 48. Was? Ach ne, im Pristau sollen wir sagen um 48. Okay. Auf geht's. Was dürfen wir? 45? Nix da. Wir wollen 60. Dürfen wir hier 100 so etwa, schätze ich mal so. Aber erstmal dürfen wir nur 60. Tja, was haben wir uns gefreut, ne, hier auf die neue Route in Norddeutschland. Nur ist sie endlich fertig. Kiel Hauptbahnhof ist nicht ganz fertig geworden. Das wird nachgeliefert. Da ist ein Dach, das nicht ganz so realistisch ist. Aber wie gesagt, das wird alles nachgeliefert. Nächste Station, Priestdorf. Der Ausstieg ist auf der rechten Seite. Ja, Gegenzug ist auch schon da. Thank you.
Was ist hier denn los? Um Himmels Willen. Beim Pristorf. Na, in umgekehrter Richtung vielleicht, wenn sie alle nach Hamburg zum Arbeiten wollen, ne? Das kann ja sein, aber das ist ganz schön heftig, muss ich sagen. So, was habe ich FPS hier? Fast 50. Das ist gut. Das ist sehr gut. So, nächster Halt wäre dann Tornesch. Ja, da taucht Tornesch auch schon unten in der Hut auf. Wie viel steigen hier denn aus? Holy fuck, ey. Na, ist aber auch hübsch geworden hier. Doch, sieht gut aus. Ja, und das nächste kommt dann schon Pinneberg. Und dann müssen wir den Zug noch in die Abstellung bringen, bevor er dann einige Zeit später wieder zurück nach Hamburg-Altona fährt. Das können wir auch gerne im Stream mal machen, von der Abstellung in Itzehoe nach Itzehoe und dann von da aus nach Hamburg-Altona. Ne? Das können wir gerne mal machen. Oder auch anderer Streckenabschnitt nach Kiel, Flensburg, alles möglich. Gucken wir mal.
Ja, die S-Bahn geht nur bis Pinneberg. Wer weiter will, Emson, Itzehoe, muss hier die RB nehmen. Ja, da hoffe ich natürlich, dass es im Racing-Forum und anderswo reichlich Szenarien gibt hier für diese neue Route. Weil Szenarien werden ja, wie gesagt, nicht mitgeliefert. So, machen wir mal Hebel on the Table. Wir müssen ein bisschen Zeit aufholen. Werden aber ziemlich pünktlich bis auf 30 Sekunden im Pinneberg eintreffen, trotz Zwangsel und verspäteter Losfahrt in Altona haben wir das ganz gut wieder hingekriegt. So, was habe ich hier auf freier Strecke? 70, 75, fast 80 FPS. Himmels Willen. Dass es sowas noch gibt im TS, ist ja unglaublich. So, dann muss ich aber mal ein bisschen vorausschauen, gucken, kommen da irgendwelche bösen Signale? Sieht nicht so aus. Das schaut nicht so aus. Alles grün. Also können wir damit 160 reinrauschen in den Zaun oder was? Nein, natürlich nicht. Wir gehen schon mal ein bisschen in die Eisen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Hier ist was Böses. Nächste Station, Emson. Diese Zugfahrt endet dort. Übergang zum Regionalverkehr. Danke, dass Sie Nordbahn fahren. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Der Ausstieg ist auf der rechten Seite. So, Elmshorn. So. Endhaltestelle. Alle aussteigen. Husch, husch. Oh, hier schön verrostetes Dach hier in Emson. Herrlich. Jo, das sieht gut aus, glaube ich. Hier in Emson. Unser kleiner RB. So, Türen zu. Jetzt stelle ich uns noch in die Abstellung. Wenn wir mal Ausfahrsignal bekommen würden, gucken wir mal, ob das vielleicht automatisch passiert. Nun gilt es, den Zug noch in die Abstellung zu bringen. Vorher haben allerdings noch zwei Züge Vorrang. Gedulde dich also noch ein paar Minuten. Was? Was? Zwei Züge haben noch Vorrang? Willst du mich verarschen? Sag mal. Oh, da kommt was Hübsches. Da kommt was richtig Hübsches. Das sind doch diese Marriott-Pair-Wagen, ne? Und da müsste da hinten dran eigentlich eine 245er sein, ne? Es wird gedieselt hier. Es wird gedieselt. Ach, der hält hier, ne? Da. Hui. Ui. Tatsächlich. Da ist er.
Alles originalgetreu hier heute. Schleswig-Holstein, der echte Norden. Nö, da ist überhaupt nichts dran da hinten. Was ist das denn? Da fehlt doch was. Was ist das denn? Da fehlt doch was. Ah, ich höre was. Da ist eine Kupplung. Ich habe doch alles durchgeprüft. Mensch. Und da ist nur eine Kupplung dran. Das ist wieder typisch TS, ne? Das ist wieder typisch TS. Sieht man das vielleicht von drinnen, von hier oder so? Ne, das sieht man den auch nicht. Ich habe alles durchgeprüft, ne? Ich habe alles durchgeprüft. Funktioniert einwandfrei. Naja, dann eben nicht. Mehr als durchprüfen kann ich nicht. Und wenn LocoSwap sagt, ist alles da, alles grün, und das wird hier nicht angezeigt, dann kann ich da auch nichts mehr machen. Oh, das ist der zweite Zug. Der kommt aus Itzehoe wahrscheinlich, Richtung Hamburg-Altona. Und wenn der jetzt hier zum Stehen kommt, dann sollten wir eigentlich Ausfahrt bekommen. Wir haben Ausfahrt. Jawohl, wir dürfen. Und ab die Post. Ab in die Abstellung. Aber ich glaube, da darf er nicht so schnell, ne? 25 oder so? Gucken wir mal. Ja, hier noch so ein fetter Lind. Der muss natürlich auch noch los, ne? Nee, 40 darf ich. Ja, dann fahren wir auf 40, ne? Schnauze. Dann fahren wir auf 40. Und hier sind auch schöne Abstellanlagen, wie Ferdi entdeckt hat. Und dann könnte man den Zug doch hier abstellen. Weil der würde sonst nämlich hier ein Gleis komplett belegen. Deswegen muss der hier in die Abstellung. Schöne Abstellgleise. Herrlich. Jo. Aber Prellbox. Fehlen hier leider auch. Das ist ein bisschen unrealistisch. So. Okay, Freunde. Das soll es dann aber gewesen sein für die kleine Tour hier auf der neuen Route Norddeutschland von Ghost Train. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne mal einen Kommentar da, was ihr von der neuen Route haltet. Ne? Wie gesagt, die Gleise haben wir ausgetauscht. Alles andere ist noch original. Da wird es sicherlich aber hier und da noch Updates geben. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.